Ja, bei der arteriellen Verschlusskrankheit treten Durchblutungsstörungen meist im Bereich der unteren Extremität der Beine auf. Ursache hierfür sind Veränderungen im Bereich der Gefäße, der Hauptschlagader, der Becken- und Beingefäße, meistens verursacht durch Kalk- und Fetteinlagerungen. Diese Kalk- und Fetteinlagerungen entstehen in der Regel bei Patienten mit Bluthochdruck, mit erhöhten Blutfetten, aber auch bei Rauchern. Das Leitsymptom dieser Erkrankung sind in der Regel belastungsinduzierte Schmerzen im Bereich der Beine, vor allem im Bereich der Wadenmuskulatur. Typischerweise dann, wenn der Patient am Anfang schneller läuft oder bergauf geht, Treppen steigt, dann empfinden Patienten Wadenkrämpfe. Und die werden dann so stark, dass der Patient irgendwann stehen bleiben muss. Und ganz typisch für die Erkrankung ist, dass dann die Wadenschmerzen relativ schnell wieder nachlassen. Bei stärkeren Durchblutungsstörungen kann es schon passieren, dass auch in Ruhe, sogar im Liegen, Schmerzen und Gefühlsstörungen im Bereich der Füße auftreten. Und bei ganz schweren Durchblutungsstörungen entstehen nicht heilende Wunden oder sogar Teile mit abgestorbenem Gewebe im Bereich der Füße. Eine ganz zentrale Bedeutung hat natürlich die Kontrolle der Risikofaktoren. Also alle Faktoren, die dazu geführt haben, dass solche Gefäßwandveränderungen auftreten, müssen unter Kontrolle gebracht werden. Das heißt, der Patient sollte aufhören zu rauchen, sollte sich gesund ernähren, der Blutdruck muss gut eingestellt werden. Wenn die Schaufensterkrankheit noch nicht so stark ausgeprägt ist, hat der Patient die Möglichkeit, ohne Operation oder Intervention auch eine Verbesserung zu spüren, indem er bewusst ein Gehtraining durchführt. Das heißt, er läuft viel und fördert dadurch die Durchblutung der Beine. Und wenn er noch ein bisschen abnimmt, dann ist er auch noch ein bisschen leichter und muss weniger Gewicht tragen. Erst wenn diese Maßnahmen nicht genügen, muss man überlegen, ob man mit einer Operation oder einer sogenannten Katheterintervention die verengten Gefäßabschnitte gezielt behandelt, damit die Durchblutung wieder besser ist.